Der Steam Summer Sale 2020 ist gestartet und auch dieses Jahr warten jede Menge unschlagbare Angebote auf uns. Da sind natürlich wieder die All-Time-Favorites dabei, die inzwischen fast jeder besitzt, aber auch hunderte großartige Spiele etwas abseits des Mainstreams. Um euch davon mal ein paar näher zu bringen, stellen wir euch in diesem Video die 15 persönlichen Empfehlungen der Redaktion vor. I hail from this land and I have a story to tell. Unser Meister der Rollenspiele, Dimitri Hallay, möchte euch Get Even vorstellen. Zu Beginn hatte es das Spiel etwas schwer. Es befand sich ewig in der Entwicklung und erschien 2017 mit einem hoffnungslos veralteten Technikgerüst. Bei einem Ego-Shooter schreckt das viele Spieler ab. Und das ist Dimi zufolge ein Jammer. Get Even wischt mit anderen Shootern in puncto Story nämlich den Boden auf. Ohne Erinnerung jagen wir in einer Nervenheilanstalt unserem Gedächtnis hinterher und springen in Windeseile von feindlichen Hightech-Wolkenkratzern zu verlassenen Industrieanlagen, zu den mörderischen Fluren der Heilanstalt und. Lediglich die Erinnerung an ein Mädchen mit Sprengstoffgürtel am Körper geistert uns als Hinweis im Kopf herum. Get Even ist in erster Linie ein Story-Shooter mit packender Psychothriller-Atmosphäre und kostet euch im Moment auf Steam nur 7 Euro. He's a simple creature. He just needs an objective. Plus-Redakteur Peter Bartke möchte euch Schach näher bringen. Schach? Ja, Schach. Aber nicht irgendein Schach, sondern Samurai-Schach mit sprechenden Totenschädeln. Humor und Tiefgang gehen bei Skull of the Shogun die perfekte Symbiose ein. Die superb ausbalancierte Kampagne bietet rund 12 Stunden Spielzeit und führt dabei nach und nach immer neue Einheiten und taktische Optionen ein. Das Sammeln von Schädeln macht uns bald süchtig und die Story rund um einen ins Jenseits beförderten Samurai-General glänzt mit fantastisch geschriebenen Dialogen. Allein oder im Mehrspielermodus hat Skull of the Shogun Peter einst so viel Spaß gemacht wie kaum ein anderes Spiel des Genres. Derzeit bekommt ihr es für nur 1,22 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Weiter geht es mit unserer Herrin über die Community, Mary Marks. Sie möchte euch gerne Orwell Keeping an Eye on You ans Herz legen. Wer mal in der Schule 1984 von George Orwell gelesen hat oder zumindest grob weiß, worum es geht, wird auf den ersten Blick verstehen, warum Orwell sich genau diese gedankliche Verknüpfung ausgesucht hat. In Orwell bekommen wir nach einer Reihe von Terroranschlägen ein dubioses Jobangebot. Der Staat will uns dafür bezahlen, unsere Mitbürger nach allen Regeln der Kunst auszuspionieren. Es liegt allerdings an uns, welche der gefundenen Informationen wir an unsere Vorgesetzten weiterleiten und was wir verschweigen. Obwohl Orwell optisch eher minimalistisch und sehr textlastig ist, hat Mary beim Spielen manchmal mehr geschwitzt und gebankt als bei so manchem Shooter. Für gerade mal 2,50 Euro bekommt ihr eine fesselnde Geschichte mit mehreren Enden geliefert, die selbst ihr steinernes Herz berührt hat. Unser freier Autor Matthias Dietrich empfiehlt Steins Gate Elite. Zeitreise-Stories gibt es wie Sand am Meer, doch keine ist so gut wie die von Steins Gate. Bonus: Ihr lernt beim Spielen ein klein wenig Internetgeschichte kennen. Grundlage des Adventures ist nämlich die Geschichte von John Titor, der im Jahr 2000 in einem Forum auftauchte und behauptete, aus der Zukunft zu stammen. Seine Aufgabe? CERN davon abzuhalten, eine Dystopie zu erschaffen, indem er einen IBM 5100 organisiert. Steins Gate Elite nimmt diese Vorlage, schleppt sie nach Japan und erzählt die sehr spannende Geschichte des Studenten Rintoro Okabe, der mit seiner umgebauten Mikrowelle Nachrichten durch die Zeit schickt und so versucht, den Tod seiner Kindheitsfreundin zu verhindern sowie eine Verschwörung aufzudecken. Im Summer Sale gibt es die Visual Novel jetzt für 24 Euro. Der Geheimtipp unseres Chefredakteurs Heiko Klinge lautet Operencia The Stolen Sun. Er sagt, kein anderes Spiel der letzten Jahre habe so schöne Jugenderinnerungen bei ihm geweckt wie dieses. Operencia reaktiviert nämlich das klassische Dungeon-Crawling der 90er Jahre, transportiert es aber behutsam und genau an den richtigen Stellen in die Moderne.
Wir erkunden mit unserer Heldenparty Schritt für Schritt fantasievoll gestaltete Labyrinthe, müssen dabei aber auf keinen Komfort wie Automap oder Schnellreisefunktion verzichten. Uns fordern clevere Rätsel, bei denen man auch mal sein Hirn anstrengen und um die Ecke denken muss, statt nur Kisten von A nach B zu schieben. Und in den rundenbasierten Kämpfen müssen wir die Fähigkeiten unserer Helden wirklich beherrschen, wenn wir gegen das enorm abwechslungsreiche Bestiarium bestehen wollen. Dazu dürfen wir die märchenhafte Spielwelt in modernster Unreal Engine-Optik genießen. Im Moment zahlt ihr dafür auf Steam nur 19 Euro. Als nächstes möchte unsere Indie-Königin Elena Schulz die Chance ergreifen, endlich mal offen über Okami zu sprechen. Das Spiel handelt von der wolfgewordenen japanischen Shinto-Gottheit Amaterasu, die sich gemeinsam mit dem Flohkrieger Isun durch eine fiktive Variante des alten Japan kämpfen muss. In dieser Rolle erleben wir alte japanische Mythen und Sagen, wie die Geschichte der Bambusprinzessin Kaguya, lassen bunte Blumen aus giftigem Morast sprießen, jagen fiese Yokai-Dämonen oder kratzen uns irritiert hinter den fälligen Ohren, während Isun die beeindruckende Oberweite eines Baumgeistes anschmachtet. Alles in der Optik japanischer Tuschezeichnungen. Angriffe im Kampf zeichnen wir passend zum Grafikstil über einen Pinsel in die Luft. Eine absolute Empfehlung für alle, die Lust auf ein kreatives und ungewöhnliches Action-Adventure haben. Für knapp 10 Euro könnt ihr euch diesen Hit sichern, der sich bei uns im Test eine 90 verdient hat. Meine Videokollegin Ann-Kathrin Kuhls hat für all diejenigen einen Tipp, denen das Herz schmerzt, weil Diablo 4 noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, und zwar Cat Quest. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Dungeon-Crawler, allerdings ist der bedeutend flauschiger als sein Blizzard-Pendant. Denn hier ziehen wir nicht mit einem Mönch, einem Kreuzritter oder einer Dämonenjägerin in die Schlacht, sondern mit einer Katze. Der heldenhafte Mietz kratzt, maunzt und schnetzelt sich seinen Weg durch das mittelalterlich angehauchte Felingrad, um seine gekatznappte Schwester zurückzuholen, die ihm böse Mächte aus den Pfoten rissen. In dem Action-Rollenspiel bewegen wir uns über eine Oberweltkarte und tauchen immer wieder in Dungeons ab, die voller Monster, Fallen und katztastischem Loot sind. Die süchtig machende Kombination aus Kämpfen, Looten, Ausrüsten und Wiederkämpfen funktioniert wie in Diablo einwandfrei. Falls ihr Lust auf gute, unkomplizierte Hack-and-Slay-Action habt, ist Cat Quest Ann-Kathrins Empfehlung für euch. Solltet ihr euch noch unsicher sein, gibt es auf Steam sogar noch eine Demo zum Ausprobieren. Für nur 4 Euro könnt ihr aber eigentlich nicht viel falsch machen. Weiter geht es mit Mother Russia Bleeds, das euch Redakteur Valentin Aschenbrenner gerne näher bringen möchte. Das klassische Beat'em-up der Hotline Miami Publisher Devolver macht keine Gefangenen. Ultra brutal inszeniert, mit einem knüppelharten Schwierigkeitsgrad und einem Synthwave-Soundtrack von Künstlern wie Perturbator und Carpenter Brut ist Mother Russia Bleeds kein Spiel für die ganze Familie. Schade eigentlich, denn trotz der Beschränkungen des Genres und dem stimmigen Pixel-Look erzählt Mother Russia Bleeds eine überraschend komplexe Handlung um Gangster, Straßenkämpfer, einer Verschwörung der russischen Regierung und einer mysteriösen Droge namens Necro. Doch selbst wer sich bei Beat'em-ups nicht um den Plot schert, dürfte bei Mother Russia Bleeds auf seine Kosten kommen. Im Koop mit bis zu 4 Spielern treibt uns der phänomenale Soundtrack durch die abwechslungsreichen Level, setzt uns fiese Bossgegner vor die Nase und alles daran, eben jene einzudellen. Definitiv Geschmackssache, aber für ebenfalls nur 4 Euro bekommen wir mit Mother Russia Bleeds ein Prügelspiel mit vereinnahmender Atmosphäre, die abschreckt und doch fasziniert. Я тебе нужен. Бери меня. My King. Was tut man, wenn man im Homeoffice rumsitzt und seine Kollegen deswegen nicht sehen kann? Richtig, man spielt gemeinsam We Were Here Together. Jedenfalls, wenn es nach der meisterlichen Problemlöserin Natalie Sherman geht. Für sie ist der jüngste Ableger der Serie bisher auch gleichzeitig der beste. Anders als noch im ersten Teil müssen bei We Were Here Together beide Spielende ihre grauen Gehirnzellen anstrengen. Nur mit Walkie-Talkies ausgestattet verfolgen wir einen Hilferuf, der uns durch einen Schneesturm und in eine dunkle Festung führt. Nun müssen wir gemeinsam Rätsel lösen, um unseren Weg zurückzufinden.
Die Rätsel stellen aber nicht nur unsere Intelligenz auf die Probe, sondern fordern auch unser Geschick, die Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten und vor allem unsere Kommunikationsfähigkeiten. Denn alleine kommen wir nicht weit. Teamarbeit ist hier das Schlüsselwort. Zusätzlich zu den abwechslungsreichen Rätseln, von denen Natalie übrigens viel mehr gelöst hat als Fabiano, erwartet uns eine schaurig schöne Atmosphäre. Für nur etwa 10 Euro definitiv ein Schnäppchen. Noch günstiger ist der erste Teil der Serie, der ist nämlich gratis. Unser freier Autor Alexander Köpf spielt Outer Wilds noch nicht lange, aber schon anhand der wenigen Spielstunden will er euch das Spiel als Steam Summer Sale Geheimtipp ans Herz legen. Als Astronaut der Outer Wilds Ventures versuchen wir, die Geheimnisse und Mysterien unseres Sonnensystems zu lüften. Wir starten das Spiel an einem Lagerfeuer sitzend und das immer wieder. Denn am Ende einer bestimmten Zeitspanne explodiert die Sonne und wir beginnen wieder am Lagerfeuer. Um die Zeitschleife zu durchbrechen, müssen wir die Supernova verhindern. So erkunden wir immer wieder die beschauliche Welt und versuchen die Rätsel um die Zero-Gravity-Höhle, Geistermaterie oder eine mysteriöse Statue, die von den Nomai, einer uralten Spezies, gemeißelt wurde, zu lösen. Im Moment könnt ihr Outer Wilds für knapp 14 Euro auf Steam kaufen. Kein anderes Spiel hat Fabiano Slengi so auf Trab gehalten wie Pyre. Es ist eigentlich ein Sportspiel, aber anders als bei FIFA oder NBA geht es in Pyre um die Freiheit unserer Mannschaft. Diese liebenswerte Bande aus unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die alle aus mal mehr, mal weniger berechtigten Gründen in die Verbannung geschickt wurden. Der einzige Ausweg? Am Pyre teilnehmen, sich gegen andere Mannschaften aus Exilanten durchsetzen und sich damit die Begnadigung verdienen. Dabei durchreisen wir die äußerst fantasievollen und abwechslungsreichen Bannlande und treffen auf faszinierende Wesen. Jede Spezies hat in dem handballähnlichen Fantasy-Sport andere Fähigkeiten und wir entscheiden, wer am Spieltag aufläuft. Eine Niederlage kann verheerend sein. Dieses Spiel vereint Rollenspiel, Echtzeit-Taktik, Visual Novel und Sport zu einer einzigartigen Mischung inklusive der bei Spielen von Supermassive gewohnt großartigen musikalischen Untermalung. Und das für aktuell lediglich 5 Euro. Die Redaktionsvolontärin Geraldine Hohmann will euch Later Alligator vorstellen. Es sieht aus und spielt sich wie eine lange Folge einer richtig guten Zeichentrickserie und war neben dem Horrormassaker Resident Evil 2 eines ihrer Spiele-Highlights im letzten Jahr. Und sie schwört, dass das nichts damit zu tun hat, dass die ihrer Meinung nach beste Figur im Spiel ihren Namen trägt. Pat, der Alligator, ist der sympathische Held der Story, Geburtstagskind und Nervenbündel. Denn Pat gehört zu einer mächtigen Mafia-Familie und die plant zu seinem Ehrentag offenbar etwas ganz Besonderes. Pat hat sie reden gehört über das Event und ist nun aufgrund ihrer komplizierten Beziehung zueinander überzeugt, dass seine Familie ihn kalt machen will. Also schickt er uns los, um zu investigieren, was genau mit diesem Event gemeint ist. Dabei wandern wir im Point-and-Click-Style durch die Stadt, treffen einzelne Mitglieder der Großfamilie und befragen sie mit unserem Notizblock bewaffnet. Spielerisch ist Later Alligator zwar quasi eine Ansammlung verschiedener Minispiele, diese sind aber so dermaßen witzig aufgezogen und werden so herrlich ironisch präsentiert, dass man dem Adventure die fehlende Spieltiefe verzeiht. Im Steam Sale bekommt ihr Later Alligator gerade für rund 11 Euro. Viele Homeworld-Fans sind mit dem planetaren Ableger Homeworld Desert of Karak nie so richtig warm geworden. Videoredakteur Christian Schneider will das Spiel an dieser Stelle trotzdem nochmal für alle Fans von guten Singleplayer-RTS-Kampagnen empfehlen. Besonders bei einem Preis von gerade mal 4,60 Euro. Die Story-Kampagne übernimmt die gewohnt markante Optik der Fahrzeuge und Raumschiffe der Weltraumspielserie, spielt aber vor den Ereignissen von Homeworld 1 und 2 und führt uns auf die Suche nach einem gewaltigen, abgestürzten Raumschiff und dessen Reaktor. Dank eines Patches lässt sich das Echtzeit-Gameplay inzwischen auch jederzeit pausieren, sodass man die Truppen in Ruhe befehligen und sich die detaillierten Einheiten auch mal ganz genau ansehen kann. Und wenn ihr Homeworld bislang komplett verpasst habt, dann greift doch vielleicht einfach zum Komplettpaket aus Desert of Karak und dem Remaster von Homeworld 1 und 2, denn das gibt es gerade für lächerliche 6 Euro bei Steam.
Und zu guter Letzt möchte ich euch noch meine persönliche Empfehlung vorstellen, nämlich Monster Prom. Dabei handelt es sich um einen Dating-Sim. Halt, nein, nicht wegklicken! Es ist nicht einfach ein Dating-Sim, sondern vielleicht das witzigste Text-Adventure, das ich je gespielt habe. Wir haben die Wahl zwischen 4 Figuren, beziehungsweise können auch alle 4 im Multiplayer gleichzeitig spielen. Diese Figuren wollen wir gerne mit einem der anderen Anfang- bis Mitte-20-jährigen Highschool-Schüler verkuppeln. Dafür müssen wir, je nachdem, wen wir daten wollen, bestimmte Fähigkeiten erhöhen, bis wir sie schließlich zum Abschlussball einladen können. Die Figuren sind alles Monster, die mit total unterschiedlichen und schrägen Persönlichkeiten überzeugen. Für jedes Paar gibt es verschiedene Enden und dann noch ein paar geheime Enden. Überzeugen kann das Spiel zweifellos mit den unglaublich witzigen Dialogen, die leider nicht vertont und nur auf Englisch verfügbar sind. Für nur 4,80 Euro kann ich jedem, der ein paar unterhaltsame Stunden alleine oder mit Freunden verbringen will, Monster Prom nur sehr ans Herz legen. Vor allem, wenn man gemeinsam die Vertonung der Charaktere übernimmt. Das waren nun also 15 kleine Geheimtipps für den Steam Summer Sale aus der Redaktion. Welches oft übersehene Highlight würdet ihr noch empfehlen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos wie dieses hier sehen wollt, abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn wir etwas Neues hochladen. Wie zum Beispiel unsere persönlichen Tipps für die Quarantäne oder Julius und Maurice Spoiler Talk zu The Last of Us Part 2. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bleibt gesund und bis bald.